Hallo Leute, willkommen zu diesem Video. Ich bin mal wieder in der Küche, aber ich werde heute nichts kochen, denn ich kenne keine weiteren Rezepte, ich kann nichts anderes kochen, ich ernähre mich nur von diesen paar Speisen. Die koche ich mir einfach abwechselnd immer wieder und dadurch ernähre ich mich halt. Okay, ich habe heute ein Getränk vorzustellen. Ich mache das hier in der Küche. Und zwar, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich dem Getränk trauen kann. Und zwar, ich habe das Getränk geschenkt bekommen. Man weiß ja nie. Also ich muss jetzt mal überlegen, was man alles an einer Dose checken kann, was da kaputt sein könnte. Und werde es dann einfach verkosten. Also es handelt sich um dieses mir nicht aussprechbare Getränk. So sieht das Ganze aus. Jetzt können wir mal schauen. Ablaufdatum 10.03.13 nehme ich mal an, dass das das Ablaufdatum ist. Das heißt, abgelaufen ist es nicht. Dann als nächstes kann man testen, ob die Dose dicht ist. Und zwar, ich mache das ganz gern bei Joghurt und bei Joghurtgetränken in Supermärkten. Weil mir ist öfter passiert, dass ich ein Getränk oder ein Joghurt kaufe und das ist irgendwo leicht offen oder der Deckel ist beschädigt oder so. Und das erste Grindige ist, dass dann das Außen irgendwie total klebt. Und das zweite ist halt, dass eventuell schon Keime oder Bakterien reingekommen sind und so weiter und es eben nicht mehr gewährleistet ist, dass es dicht ist. Von daher einfach die Dose ein bisschen drücken oder halt das Joghurt ein wenig drücken. Und dann sieht man ja zum Beispiel, ob der Deckel ein wenig nach oben geht oder so, dann ist es dicht. Und wenn es quasi beim Drücken nachgibt, dann ist es undicht. Ich meine, ist eh klar. Ja, in dem Fall kann ich davon ausgehen, dass die Dose dicht ist. Weil ich kann das fest zusammendrücken und es kommt irgendwie nirgendwo Flüssigkeit raus. Dann kann man natürlich schauen, ob es oben offen ist. Allerdings ist hier sogar so eine Art Siegel drauf. Was ja auch sehr interessant ist. Ja, so irgendwie halt. Ja, jetzt könnte ich sie hier oben noch ein bisschen abwaschen, falls sie irgendwie Schmutz ist. Aber das sieht relativ sauber aus. Sonst sieht das Getränk ja eigentlich in Ordnung aus. Da kann man eigentlich nichts sagen. Hier hinten steht es irgendwo auf Deutsch drauf. Ich werde das mal versuchen vorzulesen. Kohlensäurehaltiges Getränk mit Joghurtgeschmack. Zutaten, kohlensäurehaltiges Wasser, also nicht einmal Mineralwasser quasi. Zucker, Joghurt 1% und Geschmacksstoff. Viel mehr ist da scheinbar nicht drinnen. Wahrscheinlich, hier steht es, 325 ml. Ja, so sieht's aus. Das Maxal ist relativ lustig hier. Und ich werde die Dose jetzt mal abwaschen und dann gleich kosten. Ja, bezüglich der Farbe, es sieht tatsächlich weißlich aus. Es stimmt jetzt hier der Weißabgleich nicht ganz. Aber es ist tatsächlich so eine leicht trübe Substanz. Und nicht irgendwie gelb oder wässrig. Oder also eigentlich schon wässrig, aber mal schauen. Es riecht zumindest irgendwie sehr erfrischend, so ja leicht zitronig oder so sogar. Also ich weiß nicht genau, aber zitronig könnte man fast sagen. Falls ihr euch fragt, warum ich das hier so auf Handkamera-Style mache, das soll nur so eine Art kurzer Vlog sein, weil ich jetzt irgendwie kein größeres Video draus machen will. Dann werde ich das Ding auch gleich verkosten, das Video ist dann auch bald aus. Deswegen, ich lege einfach gleich mal los. Interessant, eigentlich gar nicht so schlecht. Süßlich, ein wenig. Und irgend so was leicht Zitronenfruchtiges oder so in der Richtung. Ich kann es jetzt nicht genau sagen. Aber dafür, dass ich den Namen nicht lesen kann, schmeckt es eigentlich relativ gut. An dieser Stelle also ein Danke an die zwei Burschen aus Wien. Ja, apropos Burschen, mir fällt da noch was ein. Also ich möchte jetzt nicht sagen promote, aber ich unterstütze ja hauptsächlich männliche Zuschauer oder männliche YouTuber, besser gesagt. Also da auch nicht jeden, sondern halt die, mit denen ich mich besser verstehe oder die, mit denen ich irgendwie eine gewisse Verbindung habe. Also die, die mir mal geholfen haben oder denen ich einfach unterstützen möchte, weil ich sie einfach so sehr gut finde oder so weiter. Also oder so in der Richtung. Und das gleiche mache ich natürlich auch für, ich sag halt mal Frauen, also jetzt, es ist immer so, ich bin immer so zwiegespalten, weil bei Frauen denkt man vielleicht so, weiß ich nicht, 30-Jährige, 40-Jährige und ich meine halt noch die, sagen wir halt jüngere Frauen, ich meine, Fräuleins soll man ja angeblich nicht sagen, keine Ahnung, aber egal. Jedenfalls, die unterstütze ich auch, also ich habe auch jede Menge abonniert und
Ich kenne mich mittlerweile mit den ganzen Schminksachen schon relativ gut aus und mit den Frisuren und so weiter. Das finde ich eigentlich ganz lustig hier zuzuschauen. Aber ja, ich habe mir gedacht, ich sollte vielleicht mal ein Video machen, wo ich irgendwie so, weiß ich nicht, 3 oder 5, also viel mehr kenne ich in dem Sinn eh nicht. Oder viel mehr gute kenne ich in dem Sinn eh nicht. Also vielleicht sollte ich so die 3 bis 5 einmal vorstellen in einem Video oder halt so kurz verlinken oder sowas in der Richtung. Also ihr könnt mir, falls ihr mir zuschaut, schreiben, ob ihr das gut finden würdet oder nicht. Ja, ich weiß nicht, mit dem Burschen kann ich mich leichter treffen und irgendwie was ausmachen oder was austauschen oder einfach mal so. Aber wenn, ich weiß nicht, mit den Mädels, ich meine, ich würde mich schon auch treffen, aber die meisten wollen da nicht oder es ergibt sich einfach nicht oder es ist doch zu wenig Gemeinsamkeit da. Ja, das wollte ich nur ganz kurz sagen, ich werde die Dose dann austrinken und ja, bis zum nächsten Mal. Und das war's bei Pöli 1.